Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Da in der letzten Folge ja ein bisschen was schief gelaufen ist, kann ja mal vorkommen. So, wo waren die Missionen jetzt nochmal? Die da wollten wir ja klar machen. Einen Attentat auf den Flüchtlingen, genau. So, dann spazieren wir halt nochmal hier rüber. Ah, die letzte Mission, die war einfach zu schwer. Noch. Oder die hätte einfach nur reinschleichen müssen oder irgendwo genau gucken. Irgendwo wäre vielleicht doch ein Weg gewesen. Aber. Ah, da waren schon viele Gegner drin. Also da. Boah, da durchschleichen, weiß nicht. Ach, fast vorbeigelaufen. So, und das sitzt er noch. Arno. Ja. Ich bin Arno. Und Sie? Seht euch das an. Jean-Baptiste Rotondeau floh aus dem Kerker. Je von ihm gehört? Er weiß zu viel über die Assassinen. Vermutlich wird er die Templer aufsuchen und ihnen verraten, was er weiß. Eliminiert ihn, bevor die Nationalgarde ihn erreicht. Er versucht, durch die Kanalisation zu fliehen. Sommes-nous en affaire? Ça m'a tout l'air d'être un brigand. Okay. Wir sind in Rotor. Wo geht's denn runter in die Kanalisation da unten? Irgendwo müsste doch hier eine Treppe sein. Ah, nee, ich bin völlig falsch. Ah, hier geht's runter. Na, und eine Kiste. Wäre hier glatt vorbeigelaufen. Ah, der steht wohl im Weg rum, selber schuld. Bleib stehen. Na, komm. Hier durch. In den Braten lässt sich wir den Bastard nie. Seid bereit, der Mistkerl wird hier wieder auftauchen. Oh, bin doch schon da. So, jetzt kommen sie aber aus allen Ecken. Oder nur der eine. So. Medizin voll, das höre ich immer gern. So, hier hast du wieder massenweise Gegner. Töten. Ja, das war ja einfach. Gut, der schwierige Teil kommt jetzt noch. Jetzt muss ich noch fliehen. Na komm her! So, und jetzt du. Na ja, komm, der war ja. Also, der durch nichts drauf gehabt. So, pfui Teufel, raus hier aus der Kanalisation. Oh, geht's doch hier raus. Nein, 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 ich. Boah, ich will doch einfach nur. So, genau, das wollte ich. So, 400 verdient. Nicht schlecht.
So. Ne, kaufen brauchen wir uns ja noch nichts eigentlich. So, aber die Karte. Das war, glaube ich, auch 3, gell? Schwierigkeit 3, jo. In das Lager aus der Nahrungsmittel. Ah, das haben wir vor kurzem schon mal durchgelesen. 2. 3. Ah, komm, da helfen wir der Nahrungsmittel. Da gehen wir hin. Achso, das ist ja unser Anwesen. Oder unser Anwesen, unsere Immobilie. Hierher. Stimmt. So, wo sind die Missionen? Hier oben eine. Wo geht's denn hoch? Ah, hier. So, in das Lagerhaus der Nahrungshordes. Einbrechen und es für alle öffnen. 800 vor, das können wir brauchen. Es ist allseits bekannt, dass Intent Volun Speisen hordet und zu überzogenen Preisen verkauft. Wir haben eines seiner Lagerhäuser in Les Halles entdeckt, schaltet die Horde aus, öffnet das Lagerhaus und verschafft den Leuten so Zugang zu diesen Lebensmitteln. Der Rat. Okay, 120 Meter. Oh, 0 von 6. Okay. Zurück. Oh, jetzt geht's wieder rund. Ah, da kommt. Ach, jetzt, da helfen mir noch andere. Gut. Ich glaube, wir verpissen uns. Der Rest machen die da. So, zweite. Bam! Oh, oh. Nächste, wie bei Braveheart, geht's hier zu. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? So.
Maria de Lenina. So, noch ein. Und eine Türe mit Level 1. Drei Dietriche Hammer. Na, ah, schlecht. Mehr als schlecht. Ey, komm. Aber jetzt. Ach, leck mich doch. So ein Scheiß. Heute läuft echt nix. So, der letzte. Ja, wir verpissen uns schnell. So. Hier haben wir eine bewachte Truhe. Und sie wurde bewacht. So. Wir könnten, na, hier gibt's nochmal eine Mission. Boah, 4. Brauchen wir, glaube ich, schon gleich gar nicht versuchen. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Schon wieder 5000. Aber mir fällt gerade noch was ein. Waffen. Ne, halt. Owas, schwere Waffen. Genau. Ach, haben wir schon verbessert. Jetzt habe ich gedacht, die kann man noch verbessern. Okay. Schon mal noch Fähigkeiten. Sechs. Fehlen uns zwei. Dann haben wir ja schon Gesundheit. 10. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal eine Mission. Und helfen nun mal der Nahrungsmittelhorde. Horder. Nee, Quatsch, wir helfen denen ja nicht, wir eliminieren die, ja. So. Na, müssen wir eigentlich gleich hier sein? What? So. Die Nahrungshorde auf den Dächern von Paris töten.
So, wie kommt das Mehl auf das Dach? In einem letzten verzweifelten Versuch, seine Lagerhäuser zu füllen, lässt Folion beim Hotel de Ville Kisten mit Mehl über die Dächer transportieren, fangt die Arbeiter ab und eliminiert sie. Okay. Boah, wieder ein halber Kilometer weg. Oh, perfekt durchs Fenster gesprungen. So. Ihr kennt die Regeln. Achso, hier ist ein schweres Gebiet. So, der Hasteinsalat. So wie ich gelesen habe, müssen die ja auf dem Dach sein, glaube ich. Oder? Ah, immer die Kilometer bei den Wanderungen. Ah, doch, auf dem Dach. Ja, da müssen wir sicher aufpassen, die haben sicher Gewehre. Strategisch wichtigen Punktes, die ich hier. So, der sagt nichts mehr. So, da haben wir auch noch einen. Hey! Warum macht der keinen? Oh oh, das ist ein. Oh oh, oh oh. Alter! Keine Chance! Hey, da kann man nicht blocken! Ey, das gibt's nicht. Ich drück jedes Mal. Boah. Puh. Die sind schon mies. So, Hälfte haben wir jetzt. Und welche Medizin von dem bekommen? Komm her! Ich zerquetsch dich! So, aus die Maus. Verpiss dich schon, du Rechter! So, eine noch. Die hungernden Bastarde da unten nur wissen, was sie hier tun.
Sie würden uns aufspießen wie Würste. Aufspießen wie Würste. Ja, hier gehen wir durchs Fenster. Hallo. Und hallo. So, nur noch der am Start, oder? Nein, nicht wieder hoch. Irgendwo. Ah! Ich will eigentlich runter. Du hältst uns nicht auf! Oh doch. Ach, das ist ja sogar. Oh, ich hab sogar pariert. Perfekt gerade. Du kannst nicht entkommen. Oh, jetzt aber. Alter. Oh. Ey, das ist zu mies. Oh, das war knapp. Jawohl. Ah. Lecco mio. Das war auch noch mal knapp. Zum Glück noch mal gut gegangen. Die Kiste holen wir uns auch gleich. Aber ein großes Gebiet. So, wo sind wir denn jetzt genau? Hier. Na gut, wir könnten uns eigentlich hierhin teleportieren. Weil ich vermute mal, unsere Kiste ist auch wieder voll. Die Folge muss ich dann auch schon wieder beenden. Hey, die Zeit geht ja vorbei wie nix. Was hat denn nochmal das letzte Upgrade gekostet? Ich glaube 15.000 von unserem Anwesen. Aber ich glaube, sinnvoller wäre jetzt trotzdem erstmal Ausrüstung investieren. Also jetzt können wir ja die Mission so gar nicht so richtig machen. Oder viel zu schwer halt eben. So, 2000... Oh, und 4300... Eieiei. Aber die 2000 nehmen wir mit. Anständiger Profit. Ja, würde ich auch sagen. Ja, auch gut so. Ja, da beende ich hiermit diese Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ich hoffe auch wieder, du bist bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Unity. Also bis dann. Ciao.